So, und damit herzlich willkommen zur weiteren Folge einer Online-Lobby in F1 2016. Wir haben 16 Noobs mit uns mit einbezogen. Ich starte von Platz 15, das ist eine gute Ausgangslage und der Gaming HD ist natürlich auch dabei. Hallo, ich glaube, es sind sogar wahnsinnig am Ende sogar 17. Keine Ahnung. Ich sehe dich auf jeden Fall, wenn ich nach hinten Aber es sind gucke. zwei Autos hinter mir, ja, dann werden es 17 sein. Du hast deine Dings immer noch nicht an? Richtig. Da Oh, ist das ist jemand ein in die erster Mauer Mann. abgebogen. Fahren vor hier. Alter, was zum... Oh, da bist du. Niemand. Ich bremse mal. Oh. Jetzt bin ich ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts! Oh, sorry. Alles gut bei dir? Ich bin ein bisschen... Oh, ne, ich bin gefickt. Okay. Sorry, hab das nicht so ganz bekommen. Komm schon, jetzt bin ich... Ich wurde jetzt von allem gefickt. Bin noch immer in der ersten Kurve, weil jetzt bin ich Ausgang. Oh Gott, verbremst. Haben sich drei weggefickt? Oh, ein Glück ist der geghostet. Wie langsam fährt der denn hier durch, meine Wichser? Ich kann mit Katnuffs nicht fahren. Er kann das schon. Ja, ich bin 16. Erstmal noch mal kurz gucken, wie sehr man zurückkommen kann. Ich fahre jetzt einfach mal rechts neben ihn und hoffe, dass er den Platz lässt. Auch er verbremst sich durch den sauber durch. Ne, das war gelbe Flagge. Ah, ich muss ihn nicht vorbeilassen. Aber der sauber bremst vor meiner Fresse. Ei, ei, dei, dei, dei. Sauber, bremst nicht! So Jungs, ihr könnt diese Kurve Vollgas fahren, das wisst ihr schon, oder? Bist du das da, der da gerade vom Sauber abgeballert wird? Nein, der Sauber ist gerade in mich reingebackt, ja, ja. Halt. Und da ist eine Banane abgebogen. Oh, Achtung! Du hast mich genauso weggefickt wie in der WGP! Ja, es war wieder nicht meine Schuld! Oh nee. 2 Sekunden Strafe, da ist mir jemand in ein Kiesbett reingefahren, dafür kriege ich eine 2 Sekunden Strafe. Ich weiß es nicht. Das muss man auf jeden Fall zusammenschneiden, wenn du die Aufnahme hast. Ja. Und dann schneidet man am besten noch das aus der WGP dazu. Das war 1:1 die gleiche Situation, wie du mich da getroffen Scheiß hast. Renault, Mann! Du mal was von Zeitpolitisch gehört? Drecks Renault, ey. Kann man nicht mal fastes Lap fahren, weißt du? Möchte ich wissen. Oh, die Reifen sind schon ein bisschen durch. Was erwartest du denn? Oh, ich hab keinen Griff, weil so viel Dreck auf den Reifen ist. Ich hab extra schon einen reifenschonendes Setup genommen. Müsste sich nur mal einen Formatnamen hierfür einfallen lassen. Jetzt Crash F1 2016, ne? F1 2016 Online Noob Journey. F1 Noob Journey. Oder vielleicht Road to the Wall, keine Ahnung. Jo, ist auch gut. Road to Wall. Ah, jetzt habe ich einen Red Bull, obwohl ne, die Autos sind ja eh gleich. Aber ich hol auf. Nächste Runde mal schnell dran, ohne zu fahren, da sehe ich schon mehr Autos vor mir. Ja, ich wurde in der letzten Kurve auch ein bisschen aufgehalten. Ich habe alle Lektoren haben bis jetzt bei mir lila geleuchtet. Das hat nicht gereicht. Ich auf einer in einer Kurve so viel aufhole, ist der Wahnsinn. Um ehrlich zu sein, so schlimm sind die strengen Corner gerade regeln noch gar nicht. Ich werde auch nicht noch mal zu einer, ich glaube, ich werde auch nicht zu einer schnellen Runde kommen. Da vorne mir sind schon wieder Leute. I know what I mean. Was wollte ich denn, du Coast Car durchfahren? Und der Williams wurde weggefickt. Das nächste Coast Car.
Okay, das war jetzt schon sehr penibel, liebes Spiel. Was? Wegen Corner Cut. Ich war mir nicht bewusst, dass ich da die Track Limit exceeded habe. Ich habe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, in der Runde nochmal 2 gekriegt. Oh, das war ein Gang zu wenig runtergeschalten. So, jetzt habe ich erstmal 11 Sekunden nach vorne. Und ich sehe 2 Leute da in der letzten Kurve stehen. Wie viel da bist du? 6. Ich bin 10. Ah, der Typ scheint gar nicht mehr zu langsam zu sein. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mal eine Runde wirklich durchpushen kann. Dann wird oben links nicht mal angezeigt, wie viele noch in der Lobby sind. Ja. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Andauernd habe ich lila leuchtende Sektoren auf der Karte, aber irgendwie... Auch der letzte denn? Ja, der hat auch lila geleuchtet. Okay. So, irgendwie... So, jetzt bin ich mittlerweile irgendwo im Nirgendwo. Ich hab einen Williams vor mir, wahrscheinlich der von weggefickt wurde vor dir. Das ist sehr gut möglich. Nach vorne reinfahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr. 36,5. Neunter? Hat hier einer vor dir geleftet oder hast du jemanden gehört? Ich war gelb und ich war geghostet. Wenn man dieses Auto mal zu unseren Williams vergleicht. Wobei, das ist schon geil, ne? Das könnte man sich hier, glaube ich, auf drüber streiten, ob das Track Limits waren oder nicht. Gefühlt war ich noch drin. Xer. Oh, den habe ich in die Pampa geschickt. Jetzt habe ich den Abstand etwa umgedreht. Jetzt habe ich 11 Sekunden nach hinten und 5 nach vorne. Vorher war es andersrum. Ich habe gerade jemanden heftig in die Pampa geschickt. GZ. Ach, 6 und 7. Ah, wie schön. Ich glaube, 2 Sekunden nach hinten hast du diesmal auch. Ich könnte noch einen Platz gewinnen. Ah, nee, der Ferrari kommt noch rechtzeitig auf Spuren. Und? Ja. Bleib ich jetzt 6? Ich glaube, da hat doch noch ein paar Strafen, oder? Hatte ich eine? Reicht wohl nicht bis zu mir. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich eine hatte. Ich kann sein, dass ich eine hatte. Ich habe eine wegen Crashen. Und nicht wegen Glück benutzt. Wie groß die Lücke von dir nach hinten ist. Die Lücke von dir auf mich muss ja auch ordentlich gewesen sein. Ich konnte ja nichts dafür. Dieses Format geht so lange, bis einer von uns gewinnt. Also viel Spaß noch mit den restlichen 998 Folgen. So, können wir uns jetzt... Da fährt noch jemand in die Box. Was für ein Held, ey. Oh, Jörn spielt EO4. Ja. Wieso fährt er in die Box? Weil der hat das Prinzip von F1 noch nicht verstanden, ne?
Ja, nee. Easy. Wir sind immerhin nach vorne gekommen. Die schnellste Rennrunde hast du ganz knapp nicht geschafft. Wie viel? Ein paar hundert. Na ja, gut. Oh, ich bin jetzt schon im nächsten Screen. Also, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Und auf Wiedersehen. Ciao.